Die Straße an einem Dienstagvormittag. Der 22-jährige Deutsch-Türke Erkan Maria M. könnte an diesem fettgelangweilten Tag den Zigarettenautomaten bei sich um die Ecke aufknacken. Wenn da ein Zigarettenautomat wäre. Situationen wie diese, liebe Zuschauer, sind heutzutage fast alltäglich. So viel kriminelle Energie darf nicht im Keim erstickt werden. Gesucht wird somit der betreffende Zigarettenautomat irgendwo um die Ecke vom Erkan, damit er den auch korrekt aufmachen kann. Guten Abend, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Willkommen wiederum bei der krassen Sendung Aktenzeichen XY fast gelöst. Die Sendung, die sich mit Verbrechen befasst, die begangen werden könnten. Wir suchen diesmal wieder Tatopfer, Tatwaffen und korrekte Begehungstricks. Kommen wir gleich zu einem sehr interessanten Fall. Gesucht wird diesmal eine alleinstehende, wohlhabende alte Dame, gerne verwitwet, möglichst schwerhörig, halbblind und im besten Fall mit Wachhundallergie. Die von uns gesuchte Dame sollte keinerlei Kontakte zu Freunden oder Verwandten pflegen, leichtgläubig sein und im Raum München wohnen. Die eigentliche Tat könnte sich dann wie folgt ereignen. Ein speziell dafür besprochenes Tonbandgerät könnte für die notwendige Ablenkung sorgen. Hallo? Guten Tag, gnädige Frau. Wir haben ein krasses Angebot für Sie, dass Sie was nie ausschlagen können. Es handelt sich um einen Spazierstock mit funktioniert. Hey, wohlhabende alte Dame, hey, brennst du? Das ist die Oma vom Heiko, die sind voll arm, hey. Der hat das Kind nicht mal Milchschnitte gekriegt, sondern so schwules Leberwurstbrot mit voll... Du musst mal halten, Fleisch, oder? Hey, das mach mal nicht. Hey, die sind halt voll Spaß am. Das ist der Trick, hey, und du hast gesagt, sie haben voll den Safe am Start mit Juwelen und so. Na, echt, oder? Ja, schick mir dran. Zum konkreten Vorzugspreis von nur 9,90 Euro. Ja, ich verstehe das schon, alles ist alles recht und gut. Aber was ist mit dem Internetzugang? Genau, der Internetanschluss ist in was, super Plan, oder? Geduld, oder? Ein konkreter Tipp vom Rad, oder? Wir treffen uns im Kick. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Was ist denn das, hey? Ja, sorry, hab ich vergessen, das Hip-Hop-Projekt mit dem Randy vom Band zu löschen, hey. Hallo? Liebe Zuschauer, wir brauchen dringend Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, damit auch dieses Verbrechen begangen werden kann, werden gerne von unseren Mitarbeiterinnen entgegengenommen. Des Weiteren wird deshalb ein 1,50 Meter bis ca. 1,60 Meter großer Schlangenmensch gesucht, versiert im Umgang mit allen gängigen Dietrichen, um damit den mörderkrass gesicherten Safe bei der Oma vom Heiko knacken zu können. Der Typ sollte ungefähr wie folgt aussehen.